Uli Hoeneß erschien zu einem seiner ersten öffentlichen Auftritte seit seiner Entlassung aus dem Gefängnis am 29. Februar. Am Donnerstag nahm er an der Vorstellung des Young Refugee Center YRC in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofes teil. In dieser Einrichtung, die von Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter vorgestellt wurde, finden unbegleitete minderjährige Flüchtlinge eine Anlaufstelle, bevor sie auf andere Einrichtungen in der Bundesrepublik verteilt werden. Uli Hoeneß begutachtete die Schlafräume und hörte den musikalischen Darbietungen der Gruppe Get Together zu, die ihm ganz offensichtlich zusagten. Nach nur wenigen Monaten Bau- und Vorbereitungszeit wird hier der Betrieb am 18. April aufgenommen.